eine Rückbesinnung auf solide Geschäftsmodelle. Das Risikobewusstsein ist hier ganz anders als in einer Geschäftsbank. Ist sicherlich sehr wichtig, wenn man an der Spitze einer solchen Bank stehen will, nämlich ein ganz klares Commitment zur persönlichen Verantwortung. Es geht nicht darum, das letzte Stückchen Rendite zu produzieren. Die Traditionen, für die wir stehen, die uns auch stark gemacht haben, die müssen wir mitnehmen. Und alles, was wir nicht verstehen, machen wir nicht. An diesen Stellen bewahren wir unsere Kunden auch vor Schaden. Wir sind die einzige Bank, die einen industriellen Hintergrund hat. Die Oetker-Gruppe zeichnet sich ja dadurch aus, dass jede Sparte ja sehr unabhängig ist. Ja, sie ist unglaublich wichtig, zu wissen, dass man als Bank eine stabile Kapitalbasis hat, Gesellschafter, die zu einem steht. Da begegnen sich Menschen auf Augenhöhe, nicht nur persönlich, sondern auch von der Philosophie, wie man Geschäfte miteinander betreibt. Für uns ist es wichtig, dass wir eine sehr kompakte Bank sind und dass man nicht in Ressorts denkt. Dass wir eben nicht nur auf der Anlageseite mit dem Firmenkunden sprechen, sondern dass wir auch in der Lage sind, ihn auf seinen Wachstumspfaden zu begleiten. Und das geht weit über das klassische Dienstleistungsspektrum einer in Anführungsstrichen normalen Bank hinaus. Ich möchte gerne die beste Leistung bringen, möchte etwas Besonderes auch für Kunden bringen. Mit der besten Lösung, die es am Markt gibt, weil wir eben keine eigenen Produkte haben. Echte Kundennähe bewährt sich auch dann, wenn die Zeiten schlecht sind. Es ist eine Transparenz in den Dingen, die wir tun, dass wir sehr ehrlich mit unseren Kunden umgehen. Vertrauen, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Begeisterung und Verbindlichkeit, Transparenz, Offenheit, Integrität, Teamgeist, unabhängig, unternehmerisch, professionell. Auf diesem Wertekanon aufbauend kann man wunderbar die Zukunft gestalten und neue Dinge machen.